So Leute, willkommen zurück hier zu Stranded Deep. Moment, Moment. Holz haben wir keins mehr. Wir brauchen neues Holz. Heißt, wir müssen wieder rüber paddeln. Ich versuche mal hier relativ zügig, aber sicher vom Turm runterzukommen. So, sehr gut. Die zwei Hammer-Dinger können weg. Dann, wir brauchen. Moment, habe ich. Das Werkzeug, habe ich das hier hin? Nee. Hä, wo sind denn die Äxte? Hatte ich die irgendwie drüben gelassen oder? Moment. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Wo hatte ich die? Hä? Ich hatte doch irgendwie zwei Macheten und noch ein paar Äxte und all so ein Krempel. Wo ist das alles hin? Egal, wir machen. Moment, ich werde mir hier einfach mal eine Axt machen. Und dann mache ich mich mal auf den Weg zur anderen Insel da drüben. Also, wir brauchen einen Stein. Wir brauchen ein Lashing. Und, ach nö, wir brauchen einen Stick. Den haben wir jetzt natürlich nicht. Oh, das ist Kacke. Mach mal. Ja, dann paddeln wir jetzt einfach rüber zur anderen Insel. Ey, dieser Hai, ne? Dieser Hai. Ich habe gerade eben gesehen, der war da drüben. Ich gehe kurz dahin und hole mir so ein paar Sachen und dann direkt, sofort ist er hier vorne, vor dem Boot. Als ob der das riechen würde oder so ein Scheiß. Mann, 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 ey. Jetzt ist er da hinten irgendwo. So. Und natürlich, direkt hat er die Fährte aufgenommen, direkt folgt er uns hier, dieser scheiß Drecksvieh-Dings-Kacke. Diese blöden Viecher, ey. Wow, wow, wow. Nicht runterfallen, weil wenn wir runterfallen, dann sind wir tot. Dann kann ich aufhören, dann ist es vorbei. Wir können ruhig hier noch ein bisschen Speed kriegen oder so, aber nicht runterfallen. Wir können von mir aus auch sogar noch 3 Minuten länger rumpaddeln oder so, aber nicht runterfallen. Das, nee. Runterfallen will ich nicht. Solange wir hier mit doppeltem Speed paddeln, ist alles gut. Und solange wir nicht runterfallen, ist auch alles gut. Ich glaube, das müsste die Insel sein, wo wir unser ganzes Holz gelagert haben. Ich bin mir, oder? Ja, doch, 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 doch. Das ist die Insel. Denn da sind keine Bäume mehr drauf. Das heißt, wir waren da schon. Oh, da ist ein Wrack unter Wasser. Da könnte man mal hin. Vorausgesetzt, es sind keine Haie in der Nähe. Aber ich bin doch lieber hier erstmal im Trockenen. Bevor ich gucke, ob irgendwo Haie sind. So, nee, Moment, das Paddel behalte ich nochmal auf der Hand. Damit wir das nicht auf einmal irgendwie, ne? Damit wir nicht zu viel auf einmal im Inventar haben. Und, ah, hier haben wir die zwei Macheten. Hier haben wir natürlich auch noch ein Bett. Steine haben wir auch genug hier. Dann mache ich mir mal eine Axt. So. Eine krude Axt. Und dann, Moment, die Sticks kann ich nehmen. Da haben wir nur die Dinger. Dann haben wir noch einen einzigen Baum hier auf der Insel, glaube ich. Und dann war es das auch schon mit dem Holz hier. Uiuiui. Also, ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, dass hier mehr Holz auf der Insel wäre. Also, als wir das erste Mal hier waren, da haben wir ja eine Menge Holz gesammelt. Und, das ist jetzt einfach viel zu schnell weggegangen, dieses Holz. So, wo landen die Kokosnüsse? Da. Du kommst mit. Und den Baum schleppen wir jetzt auch mit da vorne hin. Damit er hier nicht so im Gebüsch rumliegt, weil da sehe ich einfach gar nichts. So, hier hin. Sehr schön. Und jetzt erstmal hier wieder ein bisschen draufkloppen, dass wir ein bisschen Holz noch kriegen. Das müssten jetzt hier 4, dann da 8. 8, ja. Zwei Stacks kriegen wir voll. Und dann noch einen dritten können wir anfangen, aber allzu viel Holz kriegen wir, glaube ich, jetzt doch nicht mehr hier raus.
Dann müssen wir gucken, wo wir danach hinfahren. Mal wieder auf eine irgendeine andere Insel oder so. Aber einfach gucken, ne? Ah, Moment, mir fällt gerade eine. Ich habe gerade eine Idee, wie man diesen Item Renamer oder keine Ahnung, diesen Gegenstand, womit man Items Namen geben kann, wie man den sinnvoll benutzen kann. Man könnte, sag ich mal, irgendwie einen Ast auf eine Insel legen und dann auf diesen Ast, also diesen Ast so benennen, dass er die Koordinaten der Heimatinsel angibt. Weil so könnte man auch von Insel zu Insel einfach immer weiter paddeln und man verliert halt niemals die Heimatinsel. Das wäre richtig nice. Ich glaube, das werde ich machen. Dafür müssen wir dann nochmal auf die andere Insel zurück. So, jetzt haben wir hier nichts mehr zum Abhacken. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier das ganze Holz mit. So, wie viel Stacks kriegen wir damit jetzt voll? Okay, die Kokosnuss hier, die Kokosnüsse nehme ich auch mal mit. Auf wie viele kommen wir dann? Perfekt, 8 Stück. Sehr gut. Dann die Axt nehme ich auch noch mal mit. Palmfronds haben wir noch genug. Ich würde sagen, dann nehme ich noch Bandagen. Brauchen wir noch nicht. Wenn wir vom Hai angegriffen werden, dann brauchen wir die. Ich würde sagen, ich nehme dann noch mal Steine, haben wir auch genug. Ich nehme die Macheten schon mal mit. So. Und dann können wir jetzt Entschuldigung, auf den Weg machen zur Insel zurück. Das ist ja da drüben die. Genau, 100 Grad. So, ab ins Bötchen. Und wieder doppelter Speed hier, ab dafür. Dann kommen wir, glaube ich, nochmal zu dieser Insel hier zurück. Nur um halt die restlichen Sachen hier einfach zu holen. Diese ganzen Palmfronds und den Öltank da noch. Benzinkanister so, nicht Öltank. Und was haben wir da noch? Die Bandage haben wir noch. Ein paar Lashings noch, Kokosnüsse. Da haben wir eigentlich schon also noch einiges, was wir von da holen müssen. Aber jetzt paddeln wir erstmal zurück und bauen an dem blöden Turm weiter. Das ist nämlich das Hauptziel, was wir jetzt im Moment haben. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch ich den Turm bauen soll. Ich werde einfach so lange hochbauen, bis ich keinen Bock mehr habe. Oder bis wir aus Versehen da runterfallen und sterben sollten oder so ein Zeug. Und ich frage mich, ja, weil man kann ja speichern in dem Spiel. Und wenn man stirbt, kann man dann einfach den Spielstand laden oder muss man dann von neu anfangen? Das würde ich gerne mal ausprobieren, aber jetzt im Moment bei diesem Spielstand bin ich zu weit gekommen, um das ausprobieren zu wollen. Weil wenn das dann nicht geht, dann habe ich verkackt, ne? Dann, oh scheiße. Wow, 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 wow. Habt ihr den Hai gerade gesehen? Ach du Scheiße. Boah, habe ich mich erschrocken. Du blödes Mistvieh, du. Ja, komm doch her. Hier, ich bin doch hier. Komm her, komm her. Komm her, hallo, hallo. Okay, der kann hier nicht hin. Der ist zu doof dafür. Oh, der Turm ist mega hoch. Das gefällt mir. Immer schön ganz hoch und groß. So muss... Nein, das hat sich falsch angehört. Nein, löscht einfach alles aus eurem Kopf, was ich gerade gesagt habe. Nein. Mm-mm. So. Dann nehme ich jetzt hier die zwei Hämmer nochmal mit. Und... Ah, genau. Ich brauche noch ein Lashing für die Leiter, wenn wir die bauen wollen. So. Okay, da können wir... Ach, jetzt habe ich den Hammer in der Hand. So. Mit dem Hammer können wir natürlich keine Lashings holen. Das ist ja irgendwie dumm. Da haben wir... Okay, Kartoffeln können wir auch bald wieder pflücken. Die bei unserem Bettchen ist auch langsam am Wachsen. Sehr schön. Und jetzt klettern wir mal wieder hier den gesamten Turm hoch. Yay. 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 So viel Spaß. Ja, much fun. Very Spaß. Juhu. Oh, ich finde das so cool, wie ruhig das immer hier oben ist, ne? So. Damit können wir jetzt schon mal eine Foundation machen. So. Dann 1, 2, 3.
Moment, ich glaube, wir brauchen 4. Dann können wir uns nämlich genau die Leitern machen. Und da müssen wir so. Da sehe ich schon wieder so einen blöden Hai. Da noch einen. Mann, ey. So. Wir kommen immer höher. Sehr schön. Jetzt sind wir schon. Ach du lieber Gott, sind wir weit oben. Wenn ich noch dann denke, dass wir gerade mal vor ein paar Folgen so hoch waren wie die Bäume und jetzt schon so weit über den Bäumen drüber sind. Also das. Halleluja. So, jetzt machen wir hier erstmal die. Beziehungsweise, Moment, ich frage mich, ob man auch so einen Steg machen kann. Dass man sozusagen. Das wäre voll die geile Idee, ein Sprungbrett ins Wasser. Das wäre mega nice. Aber dazu müsste ich einfach, sag ich mal, in die Richtung so ein paar Foundations noch machen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Weil um Foundations zu machen, muss man ja erstmal diese blöden Supports da drunter haben. Und die können wir so weit oben leider nicht irgendwie in die Luft bauen. Vielleicht gibt es da Mods für oder so, keine Ahnung. Aber es wäre cool, so ein Sprungbrett ins Wasser zu haben. So, komm, geh da. Da. Wow, jetzt bin ich fast runtergefallen. Nein, nicht dahin, sondern. Sitzt denn. Bist du dumm? Hallo? Ey, was. Was soll das? Ah, wir brauchen da noch die. Oder nee, ich kann. Warum kann ich da keinen Support bauen? Ist das Ding doof? Was ist mit dir? Ich kann. Was soll das? Naja. Egal. Werden wir schon in der nächsten Folge machen. Da brauchen wir auf jeden Fall. Wir paddeln dann in der nächsten Folge erstmal rüber und holen uns dann die restlichen Sachen von der Insel. Damit wir da auch nichts zurücklassen. So, jetzt gehe ich aber hier mal wieder runter. So. Dann, die kann ich hier lassen, das kann ich hier lassen. Sehr gut. Ach, da haben wir ja noch den Motor, genau. So, der Mond geht auf, es wird dunkel und ich werde mich dann jetzt, glaube ich, mal schlafen legen im Spiel hier. Und wir werden uns dann morgen früh im Spiel, also sag ich, ne, am nächsten Morgen im Spiel wiedersehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt fürs Anschauen und sag mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.